Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter... Du versuchst das Unmögliche, Ralisset. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen. Nicht vom Weg abkommen. Nur die Götter! Es gab jemanden zwischen den Göttern und uns. Das ist ihr Geschenk. Deine Tochter ist tot, Ralisset. Nichts kann sie zurückbringen. Gar nichts. Ich rette meine Tochter, koste es, was es wolle. Genug deiner sinnlosen Worte. Dann lassen wir die Waffen sprechen, Hyäne. Und dich schickt man, um mich zu töten? Die Flöhe meiner Hyänen sind gefährlicher. Du solltest besser aufgeben, Ralisset. Ich kenne deinen Schmerz. Kein Kind wünscht sich so etwas von seinen Eltern! Sprich nicht von den Wünschen meines Kindes! Du bist gut mit der Waffe. Das muss ich dir lassen. Ägypten ist ohne dich besser dran! Bereit, Teil von etwas Größerem zu sein, Magi? Und du nennst dich Magi? Du beleidigst dein Abzeichen. Leg die Waffe nieder, dann hast du es schneller hinter dir. Du Narr!
wie ein Mann ohne Leidenschaft. Ägypten ist ohne dich besser dran. Du bist gut mit der Waffe. Das muss ich dir lassen. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Harlyset. Möge der Fürst der Duat dich leiten.